Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Herzlich begrüße ich Sie, liebe Schwestern und Brüder, zu unserer gemeinsamen Feier der Heiligen Messe, jetzt um 10 Uhr in dieser Stunde hier in unserem Kölner Dom. Ich begrüße alle, die hier versammelt sind, sei es, weil sie regelmäßig an dieser Heiligen Messe teilnehmen, sei es, weil sie heute ihr Weg hierhin geführt hat. Besonders begrüße ich die Ministranten aus Berlin und ihre Angehörigen, die heute einen Besuch bei einem ihrer früheren Ministranten hier bei uns machen. Herzlich willkommen für Sie alle. Und natürlich auch für alle, die über Rundfunkfernsehen und die anderen Medien mit uns verbunden an dieser Heiligen Messe teilnehmen. Wie immer, wenn wir uns anschicken, Gottes Wort zu hören und unser menschliches Leben in das Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu Christi einzubringen, bereiten wir unser Herz. Sprechen wir gemeinsam das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.
gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du sorgst für deine Geschöpfe. Du hast dem Menschen die Erde anvertraut. Wir danken dir für die Ernte dieses Jahres. Nähre damit unser irdisches Leben und gib uns immer das tägliche Brot, damit wir dich für deine Güte preisen und mit deinen Gaben den Notleidenden helfen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Habakuk. Wie lange, Herr, soll ich noch rufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir, Hilfe, Gewalt, aber du hilfst nicht. Warum lässt du mich die Macht des Bösen sehen und siehst der Unterdrückung zu? Wohin ich blicke, sehe ich Gewalt und Misshandlung, erhebt sich Zwietracht und Streit. Der Herr gab mir Antwort und sagte,
Schreib nieder, was du siehst. Schreib es deutlich auf die Tafeln, damit man es mühelos lesen kann. Denn erst zu der bestimmten Zeit trifft ein, was du siehst. Aber es drängt zum Ende und ist keine Täuschung. Wenn es sich verzögert, so warte darauf, denn es kommt und bleibt nicht aus. Sieh her, wer nicht rechtschaffend ist, schwindet dahin, der Gerechte aber bleibt wegen seiner Treue am Leben. Wort des lebendigen Gottes. Lasst uns jubeln vor dem Herrn und zu jauchzen dem Fels unseres Heiles. Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, vor ihm jauchzen mit Liedern. Niederfallen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Doch heute auf seine Stimme hören, verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, wie in der Wüste am Tag von Massa. Dort haben eure Väter mich versucht, sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch mein Tun gesehen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostel Paulus an Timotheus. Mein Sohn, ich rufe dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht des Zeugnisses für unseren Herrn und auch nicht meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Als Vorbild gesunder Worte halte fest, was du von mir gehört hast, in Glaube und Liebe in Christus Jesus.
Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das Evangelium, das euch verkündet wird. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit baten die Apostel den Herrn: Stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte ihnen: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und verpflanz dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wenn einer von euch einen Knecht hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen: Komm, setz dich hierher und iss? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe? Danach kannst auch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Knecht, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, so sollt ihr sagen: Wir sind nur unnütze Knechte. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Auch wir hier im Dom, liebe Schwestern und Brüder, begehen an diesem Sonntag den Tag des Dankes für die Ernte.
mitten in der Stadt, in einer Kathedrale, die im Mittelalter errichtet wurde, in einer Welt, die unter ganz anderen Voraussetzungen lebt als in der Vorzeit, feiern auch wir mit den meisten anderen Kirchen an diesem ersten Sonntag des Oktober das Erntedankfest. Der Schmuck der Altäre, an denen die Heilige Messe gefeiert wird, weist darauf hin. Ein Ballen Stroh, herbstliche Blumen und die dekorativen Kürbisse. Mit Blick auf die Menschen, besonders die Menschen fremder Länder, die unseren Dom besichtigen, habe ich mich in den letzten Tagen, seit dieser Schmuck schon hier steht, gefragt, ob sie denn diese Botschaft, die damit verbunden ist, überhaupt verstehen. Warum Stroh? Warum die Kürbisse? Warum die herbstlichen Blumen in der Nähe des Altares? Warum sie verstehen, dass in die Kirche gebracht wird, was nicht nur in Küche und Keller gebracht werden muss, weil es zuvor sozusagen Gott präsentiert werden soll, um ihm, dem Schöpfer der Erde und dem Herrn der Menschen, dafür zu danken und es dann mit seinem Segen zu gebrauchen. Ich frage mich auch, wie es auf unsere Zeitgenossen wirkt, die mit all dem, was uns, liebe Schwestern und Brüder, in dieser Stunde zusammengeführt hat und was wir hier tun, gar nichts mehr verbinden, die gar nicht damit vertraut sind, mitten in der Großstadt, überraschenderweise in einem solch alten Gebäude, so etwas wie ein Fleckchen ländliche Idylle zu finden. Oder, wenn Sie darin nicht den Einblick haben, ein Stück der Auslage eines Blumengeschäftes. Als mein Großvater seligen Angedenkens, er war im Jahr 1869 geboren und starb, als ich 6 Jahre alt war, 1958, als mein Großvater vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert seine eigene Familie gründen wollte, da zog er aus dem Dorf, aus dem er stammte, in ein anderes, noch viel kleineres Dorf am Rande des schönen Siebengebirges. Warum? Weil er dort ein Haus und Land hatte kaufen können. Nicht nur heute ist es oftmals sehr schwierig, alle von Ihnen, die mal auf der Suche nach einem entsprechenden Grundstück oder einem Haus waren, wissen das, solch ein Objekt zu finden, vor allem dann nicht, wenn man nicht Rothschilds Sohn oder Tochter ist und auf das Geld im Portemonnaie nicht achten muss. Paradoxerweise könnte man meinen, war das auch früher schon so, sogar auf dem Land, wo doch Land in Fülle war. Aber wer das denkt, der kennt nicht die Mentalität der Menschen, die auf dem Land wohnen. In Not hat man eher eine Kuh und wenn es nötig war, alle Kühe aus dem Stall verkauft, seine Arbeitskraft sowieso. Aber das Land, das man einmal im Besitz hatte, das hat man nicht wiederhergegeben. Und dafür finden Sie schon in der Heiligen Schrift viele erschütternde Beispiele. Ich erinnere nur an David, der ausgerechnet den Weinberg des Naboth kaufen wollte und der ihm nicht verkauft, sondern unter ganz furchtbaren Umständen von ihm angeeignet wurde. Zurück zu der eigenen Geschichte.
In dem Dorf, wo mein Großvater sich mit seiner Familie niederließ, standen damals, wie auch noch in meiner Kindheit, 20 Häuser. In 18 von diesen 20 Häusern wohnten die Eigentümer dieser Häuser. Wenn ich mich richtig erinnere, waren nur 2 vermietet. Die Fluktuation in diesem Ort war also minimal. Und von den 18 Häusern, die von den Eigentümern bewohnt waren, waren damals 2 große Bauernhöfe, zu denen viel Land gehörte. Und die anderen, das waren die, die nebenbei noch etwas Landwirtschaft betrieben oder nur zum Auskommen der eigenen Familie. Und damit waren sie, ebenso die Kleinen wie die Großen, auf der einen Seite autark. Alles, was sie zum Leben brauchten, fast alles, produzierten sie selbst. Auf der anderen Seite aber, wenn sie etwas produzierten, was über den eigenen Bedarf hinausging, waren sie an die Preise und die Gesetze des Marktes gebunden. Im Klartext und in der weiteren Entwicklung hieß das: Wer seine Landwirtschaft aufgab und Arbeit in der Fabrik suchte, verdiente bald mehr als der, der seine Landwirtschaft betrieb. Und der, der seine Landwirtschaft noch behielt, ließ sich sagen: Für das Geld, was ich verdiene und was ich dafür kaufen kann, kannst du es doch mit deiner Arbeit 7 Tage in der Woche, viele Stunden lang, nicht produzieren. Heute gibt es in meinem Heimatdorf, das nur unwesentlich gewachsen ist, noch 2 landwirtschaftliche Betriebe. Es sind die, die damals die großen Bauern waren. Alle anderen haben aufgegeben. Viele, ich ja auch, haben das Heimatdorf verlassen, die Elternhäuser an andere Leute abgegeben oder vermietet. Und natürlich hat sich auf diese Weise die ganze Mentalität dort fundamental verändert. Ich will das nicht weiter schildern, es würde wahrscheinlich zu persönlich werden, aber es gibt ein wunderbares Buch eines niederländischen Autors, Gert Mak, M-A-K, für den, der sich den Namen merken will. Es trägt den Titel »Wie Gott verschwand aus Jorvert«. 1999 wurde es in deutscher Sprache publiziert und der Untertitel lautet »Der Untergang des Dorfes in Europa«. Will sagen, liebe Schwestern und Brüder, der Charakter des Erntedankfestes von früher hat sich im Laufe weniger Jahrzehnte des von mir persönlich miterlebten Lebens fundamental verändert. Für die meisten Menschen unter uns ist es kein elementarer Dank mehr, sondern allenfalls ein abgeleiteter Dank, ein intellektueller Vorgang, weil ihr Verhältnis zu dem, was der Mensch der Natur abringt, kein unmittelbares Verhältnis mehr ist, sondern nur ein vermitteltes. Die meisten von uns, auch ich, stehen Tag vor Dingen, an die wir persönlich keine Hand mehr gelegt haben. Wir kaufen sie noch mit unserem Geld. Wir tragen sie nach Hause und verarbeiten sie dort. Aber die wenigsten von uns haben eine Hand gelegt an das Land, aus dem sie hervorgewachsen sind. Sie wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Sie haben keine Saat gehütet und diese Saat ausgesät. Sie haben das Wachstum dieser Pflanzen und Dinge nicht begleitet und sie haben sie selbst nicht
gepflückt. Und doch wissen wir alle, nichts fällt vom Himmel. Es gibt schon lange nicht mehr das Manna, mit dem Gott in der Wüste das Volk Israel gesättigt hat und dessen sie bald überdrüssig waren. Es gibt nicht mehr die Wachteln, die man nur noch sozusagen aufzunehmen braucht, um Fleisch in Fülle zu haben, sondern das alles, Getreide, Früchte, Käse, Fleisch, das alles gibt es für uns nur noch um den Mehrwert der Arbeit anderer. Den Einsatz von Menschen, die heute oftmals unter industriellen Bedingungen all das erarbeiten und damit mit all der Problematik, die darin steckt. Wir, wenn wir unser Denken nicht ausschalten, können Erntedank nicht mehr so feiern, wie mein Großvater es eigentlich nach der Zeit der Ernte jeden Abend tat, solange das Wetter es zuließ, dass er draußen vor dem Haus auf der Bank saß und sich über das freute, was seine Hände Arbeit erbracht hatte und dazu seine Pfeife stopfte und rauchte. Schlägt man die klugen Bücher auf, liebe Schwestern und Brüder, dann findet man dort unter dem Stichwort Erntedankfest knappe Auskünfte. Die erste Auskunft lautet: Schon das Volk Israel kannte dieses Fest. Dreimal im Jahr wurde es gefeiert, weil das Land Palästina das hergibt, dass es drei Ernten gibt. Und nachdem man im Land angekommen war und die Existenz der Nomaden aufgegeben hatte, freute man sich daran und dachte an Gott, der dem Volk dieses wunderbare Land, in dem Milch und Honig fließen, geschenkt hat. Die zweite Auskunft der klugen Bücher heißt: Gott hat uns Menschen für alle Zeiten diese Erde anvertraut. Er hat sie uns anvertraut, aber nicht zur Ausbeutung, sondern damit wir sie hegen und pflegen. Damit sie nicht nur für uns hinlangt, sondern auch für die Generationen, die nach uns leben werden. Wir Menschen bleiben damit den Gefährdungen ausgesetzt, und wir werden daran erinnert, dass wir in die Natur als Ganze eingebunden sind. Das Dritte: Wir dürfen eine gute Ernte feiern. Und es ist würdig und recht, Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, der uns Menschen diese Erde anvertraut hat, dafür zu danken und diesen Dank auch an die Altäre zu bringen. Und das Letzte: Wer hat, der ist verpflichtet, an die zu denken, die nicht haben, mit denen zu teilen, denen ihr Anteil an den Gütern der Erde, warum auch immer, versagt bleibt. Die Güter der Erde sind für alle bestimmt, und eine Hauptaufgabe des Menschen heute ist es, für eine gerechte Ordnung und dafür zu sorgen, dass niemand auf unserer Erde zu hungern und zu verhungern braucht. Herr, stärke unseren Glauben, hieß der erste Satz des Evangeliums. Darum wollen wir ihn bitten, dass wir ihn als den Schöpfer von Himmel und Erde in unserem Leben wirklich anerkennen und dass wir unser Leben so führen, dass wir es in Dankbarkeit zu ihm verbringen und nie diejenigen aus dem Blick verlieren, denen ihr Anteil an all dem versagt ist. Amen.
Credo in unum Dei eum. Zu Gott, dem allmächtigen Vater, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, rufen wir voll Vertrauen. Mit dem Heiligen Vater beten wir für die Kirche, dass der Heilige Geist einen mutigen missionarischen Aufbruch in ihr entfache. Gott, unser Vater, wir beten für unsere Gemeinden und Gemeinschaften im Erzbistum Köln. Stille den Hunger aller Gläubigen durch dein Wort und die Sakramente der Kirche.
Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen auf Erden, mehre ihre Dankbarkeit für die Güter aus deiner Schöpfung und stärke die Bereitschaft, diese gerecht zu verteilen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für unser Volk und alle, die in unserem Land leben, hilf uns mitzuarbeiten an der inneren Einheit, am sozialen Frieden und der Gerechtigkeit. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, schärfe in ihnen das Bewusstsein für die Bewahrung deiner Schöpfung. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die von schwerem Unglück und Leid getroffen sind, erweise ihnen deine Nähe und lass sie die nötige Hilfe erfahren. Gott, unser Vater, wir bitten dich, allmächtiger Gott, wir bitten dich für die Lebenden und auch für die Verstorbenen. Du gibst uns in deiner Güte mehr, als wir verdienen, und Größeres, als wir erbitten. Erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, segne die Früchte der Erde, die wir in Dankbarkeit darbringen. Heilige Brot und Wein für das Opfer und lass uns durch den Empfang dieses Sakramentes Frucht bringen, die bleibt für das unvergängliche Leben. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf dein Bild hin geschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir, seinem Herrn und Schöpfer, zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis an das Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk, deine Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. So gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das der Schenk uns das ewige Leben.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, segne die Früchte der Erde, die wir in Dankbarkeit darbringen. Schenke uns als Frucht dieses Opfers die ewigen Güter, welche die Erde nicht geben kann, durch Christus unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, noch einige Hinweise für die vor uns liegenden Tage. Herzlich laden wir ein zur Chorvesper heute Abend um 18 Uhr. Am kommenden Mittwoch um 20 Uhr singen die Chöre am Kölner Dom L'Enfance du Christ von Berlioz. Es spielt das Gürzenich-Orchester. Im Rosenkranzmonat Oktober laden wir besonders herzlich ein zu den Rosenkranz-Andachten. Immer mittwochs, montags, mittwochs und freitags jeweils um 18 Uhr. Zu der Vormesse am nächsten Sonntag sind besonders alle eingeladen, die am Köln-Marathon teilnehmen. Zum Schluss der Heiligen Messe Gottes Segen für uns alle, die wir in dieser Stunde hier zusammen sein durften, für die Menschen, die wir an unserer Seite wissen, für die Alten und Kranken, die gerne an der Heiligen Messe teilgenommen hätten, aber den Weg hierhin nicht mehr schaffen, und auch für alle die, die wir schmerzhaft vermissen, weil sie diesen Weg nicht gehen wollen, warum auch immer. Vertrauen wir fest darauf und glauben wir, dass jedes Geschöpf auf dieser Erde auf Gottes Gnade angewiesen ist und dass Gott für jedes Geschöpf seinen Weg weiß. Deshalb erbitten wir seinen Segen nicht nur für uns hier drinnen, sondern auch für alle draußen, für die, die glauben und denen dieses Geschenk gegeben ist, und für alle, die nicht glauben, warum auch immer. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.